So als kleine paradoxe Intervention als Zukunftsforscherin möchte ich erstmal 10 Jahre zurückgehen. 2003, Klaus Zumwinkel, für die, die noch zu jung sind hier im Publikum, das ist der Mann, der die Deutsche Bundespost zum globalen Logistikkonzern Deutsche Post AG geformt hat, wird zum Manager des Jahres 2003 ernannt. Das Bundesverdienstkreuz hat er schon und übrigens auch ein Bambi. Klaus Zumwinkel ist ein Held der deutschen Wirtschaft, ohne Frage. Wie auch zum Beispiel Wendelin Wiedeking, der Porsche-Chef. In seiner Ära hat Porsche seinen Börsenwert von 0,3 Milliarden auf 25 Milliarden steigern können. Er wurde zur damaligen Zeit schon als Nachfolger von Ferdinand Piëch gehandelt. Ja, und jetzt nehmen wir noch einen dritten mit ins Bunde, damit unser Heldentrio komplett ist. Dann nehmen wir den Thomas Middelhoff. Der ist aufgefallen dadurch, dass er zur Jahrtausendwende den ersten bis dato größten Gewinn im Internet für damals die Bertelsmann AG einfahren konnte, indem er AOL-Aktien verkauft hat und damit fast 7 Milliarden US-Dollar in die Kassen seines Unternehmens gespült hat. Das sind Helden, Helden im Wirtschaftsleben, das sind Menschen, die wir bewundert haben, Menschen, die Vorbild waren, stark waren, unzerstörbar schienen, erfolgreich, einflussreich. Aber natürlich heute mit dem Wissen 10 weiterer Jahre kommt uns das auch so ein bisschen wie eine optische Täuschung vor. Denn wir wissen, dass diese Helden gestolpert sind, ja, dass sie heute im Grunde zumindest gebrochene Helden sind. Beim einen oder anderen möchte man oder könnte man diskutieren, vielleicht auch sowas wie Anti-Helden. Und deshalb ist die Frage, warum wollen wir uns damit bei TED beschäftigen? Für mich sind diese Herren und viele andere, ja, die heute nach wie vor Helden in der Wirtschaft sind, Superstars auf internationalem Parkett, sind deshalb so faszinierend, weil in den Heldengeschichten, da stecken Bilder und Geschichten, die uns kollektiv das vermitteln, was in einer Gesellschaft Erfolg bedeutet und die uns zeigen, wie Erfolg funktioniert. Schauen wir mal auf das Erfolgsrezept in der Arbeitswelt, so wie es aktuell, ich würde sagen, von vielen, vielleicht nicht von vielen hier in diesem Raum, aber von vielen Menschen nachvollzogen wird. Erfolgsstrategie heißt Employability. Employability ist ein schönes Wort. Das heißt übersetzt so ähnlich wie Beschäftigungsfähigkeit. Und dieses Wort steht für einen spannenden Kontrakt oder für ein spannendes Leistungsversprechen von zwei doch eher ungleichen Parteien. Der eine Teil der Partei, das sind die Menschen, ja, die im Arbeitsleben sind. Und der andere Teil ist der Arbeitsmarkt. Und das Versprechen geht ungefähr so. Wer sich anstrengt, wer auf Bildung setzt, wer in sein Wissen und sein Können investiert und sich bei all dem am Markt ausrichtet, der wird immer einen Platz finden, einen angemessenen Platz. Angemessen bedeutet hier in Klammern, ich würde sagen, zumindest angemessen bezahlten Arbeitsplatz. Das ist jetzt zunächst eine Strategie, die klingt relativ logisch und wenn man sich auch bestimmte Zahlen anschaut, zum Beispiel die OECD hat eine Studie rausgegeben, wonach jemand, der einen Hochschulabschluss hat, im Jahre 2008 62% mehr im Schnitt verdient hat als jemand, der eine ganz normale Berufsausbildung hat. So, also von daher könnte das durchaus Sinn machen und Employability, das Wichtige an dieser Logik ist, wir orientieren uns am Markt, also an dem, was die Wirtschaft braucht, an Fähigkeiten, an Fertigkeiten, wir bleiben beweglich, wir bilden uns fort.
dieses Leistungsversprechen, das hat für sehr viele Menschen sehr lange sehr gut funktioniert. Und das funktioniert für etliche Marktteilnehmer immer noch. Aber zum Beispiel für all die, die ihren Job in den letzten Jahren verloren haben, im Kontext von Rezessionen, Restrukturierungen und denen es nicht mehr gelungen ist, wieder einzusteigen, obwohl sie nach der Logik der Employability wirklich einen ganz brillanten Lebenslauf haben, ja, eigentlich aus dieser Logik alles richtig gemacht haben, sich weiterentwickelt haben, für die funktioniert das zum Beispiel nicht. Was an dieser Employability-Logik auch so ein kleiner Schönheitsfehler ist, ist die Tatsache, dass sie mehr desselben produziert. Ja, am Markt ausgerichtet, Profile, die sich gleichen, Berufsprofile, die sich gleichen. Und es ist leider so, dass der Markt da nicht wesentlich unterscheidet, ob ich Zahnpasta oder eine Waschmaschine bin oder ein Arbeitnehmer. Wenn es viel desselben gibt, ja, viel Vergleichbarkeit, drückt das auf den Preis. Also das ist so der Schönheitsfehler von Employability aus Sicht der Marktteilnehmer. Es gibt noch einen Schönheitsfehler, der, wie ich finde, so allmählich klar wird, und zwar ist das aus Sicht der Unternehmen. Denn Unternehmen befinden sich momentan in einem dramatischen Wandel. Nicht nur die digitale Revolution fordert von uns eine völlig neue Art der Zusammenarbeit, also nicht nur gesteigertes Technologieverständnis, sondern eine echte Vernetzungsfähigkeit, ja, Sharing, Teilen wird wichtig, auch im Unternehmen über die Funktionsgrenzen hinweg und natürlich Innovationsdruck, ja, um im globalen Markt erfolgreich zu bleiben. All das führt dazu, dass plötzlich neue Schlüsselqualifikationen auf dem Radarschirm von Unternehmen auftauchen und plötzlich wichtig werden. 2010 hat IBM, wie übrigens alle zwei Jahre, eine CEO-Study gemacht, also Unternehmensleitern nachgefragt. Und eine dieser Fragen war, was sind denn die wichtigsten Leadership-Fähigkeiten mit Blick auf die Herausforderungen der Zukunft? Und in diesem Falle wurden, wie man hier gut sehen kann, nicht nur die CEOs gefragt, also die Amtsinhaber, sondern auch die zukünftigen CEOs, die Studenten. Und es gab spannenderweise, konzentrieren Sie sich auf den grünen Punkt, ja, eine Übereinstimmung bei dem am höchsten gerankten Item, bei dem Thema Kreativität. Also jung und alt stimmte überein, dass Kreativität eine der oder die wichtigste Fähigkeit ist Führungsfähigkeit für die nächsten Jahre. Das allein war schon, wie ich fand, erstaunlich. Und nehmen wir das mal mit, also Kreativität, eines der wichtigen Themen für uns im Wirtschaftsgeschehen, für alle, die mitgestalten, an welcher Stelle auch immer. Und das andere wichtige Thema, das noch nicht in Rankings auftaucht, aber wie ich gesehen habe im Vorspann, ja, von TED, ist das Thema Empathie. Denn Kreativität ohne Empathie, also ohne Einfühlungsvermögen, ist ein stumpfes Schwert. Wir brauchen Empathie gerade in der vernetzten Welt, weil wir Bindungen brauchen. Ja? Bindungen, die eben in Communities funktionieren, die über die starren Grenzen, funktionalen Grenzen in Unternehmen hinausgehen und vor allem auch Bindungen zum Beispiel zu Kunden. Das ist eines der großen Themen und ohne Empathie wird es da keine Verbesserung in den nächsten Jahren geben. Also Kreativität, Empathie gehören zusammen, denn die Empathie hilft der Kreativität, Lösungen, Produkte zu entwickeln, die was mit der Lebenswirklichkeit der Menschen zu tun haben und die wirklich Mehrwert schaffen. Und vielleicht die dritte im Bunde ist die Fähigkeit zur
Kollaboration, zur Zusammenarbeit. Und hier kommt jetzt ein neuer Aspekt dazu. Prinzipiell ist das jetzt nichts Weltbewegendes, aber zur digitalen Kollaboration. Das bedeutet, sich in der Welt der sozialen Plattform, auch der im Unternehmen, so zu bewegen, dass wir uns tatsächlich innerhalb der Unternehmen vernetzen können, gemeinsam an neuen Produkten arbeiten und wirklich den Umgang auch mit dieser Form des schnellen Kommunizierens, des schnellen Feedbacks uns daran gewöhnen. So, wenn das diese drei, und das ist keine exklusive Liste, Kernfähigkeiten sind, könnte man jetzt sagen, und wie steht es in den Unternehmen damit? Und da muss ich jetzt leider zugeben, ich habe überhaupt keine Daten dazu. Ich würde aber mal sagen, es wäre fair anzunehmen, dass es in Unternehmen jetzt mal prinzipiell genügend Kreativität, Empathie gibt, ja, vielleicht noch nicht so viel Erfahrung im Umgang mit digitalen Medien, aber ansonsten müsste da einiges da sein. Wir haben einen anderen interessanten Datensatz, der uns hier Hinweise gibt, die wir nicht ignorieren sollten, das ist nämlich die jährliche Gallup-Studie, die sagt, inwieweit Mitarbeiter sich mit ihren Fähigkeiten ins Unternehmen einbringen können, also inwieweit sie diese Talente hier einsetzen. Und diese Studie sagt nun wiederum, und das ist jetzt eher etwas erschreckend, seit Jahren ungefähr ein Viertel, Sie nicken schon, ein Viertel der Mitarbeiter hat ausgecheckt, ja, ist im Grunde mit dem Herzen nicht mehr dabei. Die große Masse, über 60%, machen Dienst nach Vorschrift. Und dann gibt es noch die 15%, die wirklich mit dem Herzen, mit Leib und Seele dabei sind. Ich glaube, wenn wir nach vielen Restrukturierungen in den letzten Jahren, wir werden da sicherlich weitermachen, aber viele Unternehmen haben da schon sehr viel Arbeit geleistet, sind sehr schlank geworden in den vergangenen Jahren. Und wenn wir uns jetzt fragen, wo sind denn eigentlich die Leistungsreserven, ja, für die nächsten Jahre, dann könnten wir doch zur Meinung gelangen, dass die genau da sind, ja, bei der Art und Weise, wie Mitarbeiter ihre Kompetenzen, ihre Fähigkeiten einbringen können. Und auch da wissen wir einiges, was in Unternehmen zu Höchstleistung führt. Drei Grundelemente, ja, und das erste ist mal, ich muss irgendwas können, ich muss in irgendwas so eine Art Meisterschaft erreicht haben. Da gibt es, das wissen wir seit und glauben seit Malcolm Gladwell, die Regel der 10.000 Stunden, also nur wenn ich 10.000 Stunden irgendeine Fähigkeit geübt habe, dann habe ich es zu einer gewissen Meisterschaft gebracht. Sie merken, ich bin jetzt hier noch nicht ganz bei 10.000, aber ja, 8.773 und also diese Meisterschaft ist das eine, ja, dieses Können und was auch ganz klar ist, bei all dem, was ich investieren muss, bis ich es wirklich zu einer profunden Fähigkeit gebracht habe, macht es schon Sinn, das bei den Stärken zu machen, ja, bei irgendwas, was mich begeistert, ja, was mir gefällt, was damit zu tun hat, was mein echtes Talent ist. Denn ansonsten müsste man schon sadomasochistisch veranlagt sein, um diese 10.000 Stunden in was anderes, also in ein sogenanntes Nicht-Talent zu investieren. Also das ist vielleicht meine erste Fährte. Dann wissen wir Autonomie, also die Möglichkeit, tatsächlich den Weg selber zu wählen, auch eine gewisse Autonomie bei der Zeiteinteilung hilft bei Höchstleistung. Wir wissen aus der Forschung von amerikanischen Militärpsychologen beispielsweise, dass Kontrolle sehr wichtig ist, denn nur Menschen, die glauben, dass sie selber die Dinge im Griff haben und selber kontrollieren und sich nicht als Opfer fühlen, die sind in der Lage, Extremsituationen ohne bleibende Schäden zu überleben. Die testen, die Militärpsychologen, die testen in dem Kontext natürlich sowas wie lange Gefangenschaft mit Folter, aber man kann das jetzt durchaus, das war jetzt ein ganz unfreiwilliger Witz, aber man kann das quasi durchaus vergleichen, übertragen, das Thema
Kontrolle, das Gefühl, ich kontrolliere, ich übernehme Verantwortung für das, was ich mache, ist ein Beitrag zur Höchstleistung. Und am Ende natürlich das Thema Sinn, Purpose, und zwar ein Sinn, der über mich selber hinaus zeigt, ja, der über das hinausgeht. Ich glaube, davon haben wir heute viel gesehen, ja, was mich ausmacht und vielleicht meine Karriere oder mein Einkommen. Also über etwas, wo ich mich mit einer Sache verbinde, von der ich sage, dass die ist auch gut für andere. Also wenn diese drei Dinge zusammenkommen, dann entsteht Höchstleistung, und ich glaube, wir können sagen, dann entsteht auch Zufriedenheit. Und wenn wir das jetzt mitnehmen und übertragen auf eine nächste Stufe der Strategie im Arbeitsleben, dann sind wir da an dem Ort, den ich Unicability nenne. Also die Evolutionsstufe von Employability, die nächste Stufe ist Unicability, und das ist eine Karriere oder eine Laufbahnentwicklung, die nicht outside in vom Markt her getrieben wird, sondern die sagt, der erste Ankerpunkt ist, wer ich selber bin, das, was mich besonders macht, das, was mich unverwechselbar macht. Von daher ist es eine Karriere inside out. Und dann gucke ich mir natürlich an, wie kann ich es in die Welt bringen, was sind die Bedingungen. Der Ort also, von dem ich starte, ist ein neuer. Das ist der Ort, wo meine Leidenschaft ist, wo meine Passion ist. Das ist der Ort, wo Heldenreisen beginnen. Und um an diesen Ort zu kommen, muss ich mich fragen, was macht mich wirklich aus? Was gibt mir Energie? Was würde ich auch tun, wenn Geld keine Rolle spielt? Womit würde ich meinen Tag verbringen wollen? Und nicht nur womit, sondern auch mit wem. Wir haben viel gesehen in Unternehmen, dass sogenannte, übrigens Heroes, also sogenannte Höchstperformer, das Unternehmen wechseln, also von einer Kultur in die nächste Kultur wandern und plötzlich eben keine Höchstleister mehr sind. Also das müssen wir immer auch uns mitfragen, was ist das Umfeld, das uns stark macht. Und wenn wir aus diesem Wissen heraus, aus dieser Kenntnis von uns selbst, unsere Lebenspläne entwickeln, dann haben die einen ganz anderen Ankerpunkt, als wenn wir von Überlegungen hergehen, die außen gesteuert sind. Ja, die fragen also, in welchem Beruf kann ich Karriere machen, viel Geld verdienen, wo gibt es freie Stellen. Ja? Das ist der große Unterschied. Das ist im Grunde aus meiner Sicht das, woher die neue Energie kommen kann. Das bedeutet aber auch, dass wir andere Lebensläufe haben und uns vielleicht auch darauf einstellen können, Diskontinuität in vielen unterschiedlichen Aspekten zu leben. Was ich jetzt hier mal mitgebracht habe, ist so ein klassisches Bild, etwas vereinfacht dargestellt. Diese weiße Linie ist das Einkommen. Ja, und da sehen wir, dass es eben einen, in der Employability-Logik, es gibt einen Anstieg, ja, in, sagen wir, im ersten Drittel des Arbeitslebens und dann für die meisten Peak, und von dem an bleibt das einigermaßen, entwickelt sich vielleicht latent zurück. Das ist ein schönes Bild, mit dem kann man auch wunderbar planen. In der Theorie, jetzt male ich mal, so wie ich mir das in der Zukunft natürlich auch völlig überzeichnet darstellen könnte. Und zwar, was wir hier sehen, ist einfach, es sind immer wieder Brüche und Wandel drin, da ist Neustart drin. Sie können das, glaube ich, jetzt gar nicht so gut lesen, aber das sind immer neue Berufe. Ja, das sind Karrierewechsel, die hier drin sind, mit natürlich auch unterschiedlichen Auswirkungen, mit Auswirkungen aufs Einkommen. Also ich glaube, es ist fair für die nächsten Jahre planen, also die nächsten 20, 30, 40 Berufsjahre planen müssen, eher von einem volatileren, diskontinuierlicheren Szenario auszugehen und vielleicht auch eher sich darauf einzustellen und zu fragen, woher kriege ich die Energie in so einem eher unsicheren Umfeld,
tatsächlich immer wieder diese Brüche und Wandel mitzugestalten. Und das ist diese Frage nach, wer bin ich, was macht mich aus und was will ich in die Welt bringen. Und deshalb denke ich, die Helden von morgen sehen anders aus. Das ist auch in der Arbeitswelt. Das ist ein wesentlich bunteres Bild. Da kommen auch mehr Frauen drin vor. Davon bin ich überzeugt. Das sind Menschen, die verletzlich bleiben, damit sie spüren, wo sie sind. Das sind Menschen, die Nein sagen, wie jetzt zum Beispiel René Obermann, ja, der Stopp sagt und Neustart für sich gestaltet. Das sind Menschen, die eine Leidenschaft haben, ihrer inneren Stimme folgen, die wissen, was sie ausmacht, was sie am besten können und deshalb ihre Unique Ability leben und Mut haben zum eigenen Weg und eben zu keiner Karriere aus der Retorte, sondern zur eigenen Heldenreise und vielleicht auch zu mehreren Heldenreisen in so einem Berufsleben. Und ich finde, niemand hat es in den vergangenen Jahren schöner auf den Punkt gebracht als Steve Jobs in seiner Stanford-Rede, wo er sagte, you can only connect the dots in hindsight. Was bedeutet das? Eine Karriere, und ich würde sagen, er ist jemand, der für so eine Unique Ability-Karriere steht, eine Karriere, die aus dieser inneren Leidenschaft, aus diesem Ruf heraus sich speist. Da macht man Schritte und Bewegungen, die vielleicht überhaupt keinen Sinn machen, die nur im Rückblick erklärlich sind und die im Rückblick sinnvoll sind und vielleicht auch zu dem großen Erfolg führen. Und wenn sie nicht zu einem großen Erfolg führen, dann reicht es, glaube ich, wenn sie zu einem zufriedenen Leben führen.